So, hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es ums Würfeln fürs Würfelweekend Nummer 38. Wir kommen langsam in den Endspurt und wir haben jetzt noch, wenn wir das die 38 mitzählen, haben wir noch 7 Wochen vor uns, dann ist es vorbei. Also Ende Oktober ist finito mit Würfelweekend. Und im Dezember gibt es ja dann sowieso wieder die Dith�-Remember-Aktion von Luise Heinzel und Barbara von 49 Dragonflies. Und da möchte ich natürlich auch wieder mit dabei sein und ihr sicherlich auch. Und Würfelweekend und Dithären-Remember, das kann ja nun wirklich kein Mensch schaffen. Das ist echt zu viel. Deswegen hören wir einfach Ende Oktober damit auf. Und ich überlege mir dann wieder ein paar neue Aktionen für das kommende Jahr. Wir werden sehen. Irgendwas wird sich schon finden. Macht euch keine Sorgen. Ja, Würfelweekend 38. Heute wird gewürfelt und natürlich gebastelt. Ganz klar, ich möchte etwas machen, das man sowohl als eigenständiges Objekt zum Beispiel verschenken kann. Man kann das als Karte, als Fotoalbum verschenken, als kleines Folio. Man kann Erinnerungen reinschreiben oder reinkleben oder interessante Sprüche, interessante Bilder. Oder man kann es auch als separates Embellishment für ein Journal verwenden, indem man es einfach in ein Journal reinsteckt, das Ganze. Oder man könnte es theoretisch sogar im Journal einbinden. Das müsst ihr euch dann mal überlegen, was ihr damit macht. Ich mache es jetzt mal separat, damit wir es überhaupt mal gemacht haben. Ich kann euch keine Maße geben. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wie das Ding heißt, weil ich ihm noch keinen Namen gegeben habe. Also ich weiß es schlichtweg nicht, wie ich es nennen soll. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Videos ein, wie ich das benennen kann. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie man das nennen kann. Und dann schreibt ihr mir das sowieso in die Kommentare rein. Aber jetzt starten wir einfach mal und fangen an. Ich habe mich überlegt, dass ich einen Action-Block verwenden möchte, um das herzustellen. Erstens, weil wir farblich zusammenpassende Blätter brauchen und zweitens, weil ich die irgendwie mal verwenden möchte. Die liegen wie Blei in meinem Regal, die verstopfen mir die Regalfächer. Ja, sie sind schön, natürlich, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag da sitze und denke, oh schön, oh schön, oh schön. Nein, ich gucke mir die ja eigentlich gar nicht an. So, ich habe die gekauft und dann habe ich sie durchgeblättert und habe gesagt, ach, sind die schön, die tue ich in mein Regal. Ja, und da liegen sie jetzt oder beziehungsweise stehen sie jetzt teilweise. Ja, so, ist ja Quatsch, ne? Ich habe sie gekauft, um etwas damit zu machen. Und genau das fangen wir heute mal an. Und ich würde sagen, ich bastel einfach so los und sag euch dabei immer, was ich tue. Jetzt suchen wir erstmal ein paar farblich passende Blätter aus. Hier habe ich schon mal was rausgestanzt. Immerhin, das ist schon mal ein Anfang. Und wenn wir damit fertig sind mit dem Grundgerüst, dann können wir natürlich noch schauen, ob wir es irgendwie mit diesen Dingen, die hier noch drin sind, dekorieren können. Schauen wir mal. Hauptsache, dieser Block wird mal verwendet. Das ist für mich jetzt das Wichtigste bei der ganzen Sache. So, da haben wir jetzt so verschiedene Motive. Ich glaube, das ist schon soweit ganz gut so angeordnet. Dann haben wir da die Federn. So. Immer so ein bisschen abwechselnd, eine neutrale Farbe, eine gemusterte Seite. So, das, was wir jetzt ba basteln, bauen oder herstellen, wie auch immer wir das nennen, da brauchen wir was zum Schneiden. Ich nehme jetzt mal dieses Schneidebrett hier und wir brauchen etwas zum Falzen. Also, kann man auch mit dem Schneidebrett machen oder mit einem Falzbrett, wenn euch das lieber ist. Und ich denke, wir fangen hier mit einer Größe, mit einem Maß von 5 x 10 cm an. Das heißt, ich brauche ein Stück von diesem Papier, das 5 cm misst. 5 x 10 cm. 5. So. Ich hoffe, das passt. Nicht, dass ich mir jetzt wieder verschneide. Also wir rillen das Ganze jetzt auf 5 cm einmal. Also nicht schneiden, sondern rillen.
So. Das nächste Stück, das wir brauchen, das schneide ich von dem nächsten Papier. Das muss etwas größer sein. Das muss jetzt auf jeder Seite, das ist jetzt 6,5, Moment, ne, lass mal überlegen, 6, 12, eigentlich schon 12, oder? 12, das ist 12 mal 6, 12 mal 6, genau, 12 mal 6 brauchen wir hier, also wieder 6 abschneiden, so. Und dann gehen wir hier auf die 12. Ups, na. So, und das wird jetzt gerillt. Wieder in der Mitte, nämlich genau auf 6. So. Und weil ich mir dann leichter tue, werde ich das jetzt schon mal aufeinander kleben. So, ich lege mir das größere Stück so quer hin. Und das kleinere Stück. Das wird so geklebt und ich brauche jetzt einen Tacky Glue. Kann man natürlich auch mit doppeltem Klebeband kleben, aber ich nehme jetzt mal den Tacky Glue. So, und verstreiche das hier ein bisschen, um eine schöne Fläche zu erhalten. Und dann wird das Ganze hier in die Mitte von der rechten Seite des größeren Teils geklebt, genau in die Mitte rein, ne? Das klebt ihr genau in die Mitte, so dass überall an den Seiten so ein kleiner Überstand ist. Noch mal mein Falzbein zu Hilfe. Ich gehe da mal drüber mit dem Falzbein, dass der Tacky Glue auch gut greift. So, das ist der Anfang. Das wird so ausgeklappt, ne? Nach unten. So fangen wir an. Jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir wieder ein Stück, das größer ist. Und zwar wieder nach allen Seiten einen halben Zentimeter Überstand hat. Wir sind jetzt hier auf 6. Dann sind wir hier logischerweise 7. Das macht 14. Ich muss mir das notieren. Dann kann ich euch vielleicht nachher eine Anleitung zur Verfügung stellen. Ja? Das wäre ja nicht schlecht, oder? Dann müsst ihr nämlich nicht mehr nachmessen und nachrechnen. Das wäre dann genau 7. Also schneiden wir erstmal hier ein 7 cm Stück runter. 7. Und dann 14. Ich habe das jetzt extra mal hier ausgeklappt. Ich hoffe, dass die Maße so einigermaßen korrekt sind bei diesem Schneidebrett vom Action. 14. Und das rillen wir jetzt wieder genau in der Mitte auf 7. Und dann klebe ich gleich wieder. Weil ich glaube, das ist für mich jetzt einfach die bessere Variante. Ne? So, das wird jetzt wieder gefaltet. Das falten wir wieder zusammen. Mal mit dem Falzbein drüber. Ich lege mir das wieder so hin, so quer. Und das hier nehme ich so, dass die Kante, die Faltkante, hier unten ist. Ne? Dass man nach unten hin aufklappt. So nehme ich das. Dann mache ich wieder Tacky Glue drauf. Jetzt wieder schön in die Mitte, so dass überall ein halber Zentimeter Überstand ist. So ungefähr. Kommt jetzt nicht auf einen Millimeter an, ne? Also müsst jetzt keine Angst haben, dass das nicht funktioniert, wenn ihr da ein bisschen mehr nach links oder nach rechts rutscht. Gottes Willen. So, jetzt haben wir schon das dritte Teil und jetzt beim nächsten Teil, denke ich, müssen wir berücksichtigen, dass das hier immer dicker wird, je weiter wir in der Größe voranschreiten und müssen dann einen Spine, also einen Rücken, eine Rückenbreite uns berücksichtigen dabei. Jetzt falte ich das erstmal zusammen, messe mir dann wieder aus, wie groß das nächste Teil sein muss. Also jetzt dieses Papier hier. Das braucht folgende Größe. Das ist 8 cm hoch. Ich notiere mir das sofort auf meinem Zettel, damit wir das alles hier dann gleich parat haben. Ne? Also nicht wundern, wenn ich hier mal rübergreife. Ich notiere mir einfach nur. So, und das muss, das ist auch 8. Das wären 16 plus noch so 2,5 mm Spine. Das sind 16,25. Genau, so schneiden wir das. Also 8
mal 16,25. Erstmal hier bei 8 schneiden. So, jetzt haben wir hier hinten, habt ihr das sehen, ist jetzt so eine doppelte Rillung für den Rücken. Falls nach unten und wieder hier in die Mitte kleben. Darauf achten, dass es da jetzt diesen kleinen Spine gibt, diesen kleinen Rücken. So, jetzt sieht man schon, dass das hier ein bisschen dicker wird in der Mitte. Das nächste Teil machen wir, was machen wir denn da? Was müssen wir jetzt machen? Ha, wir würfeln erstmal. Nein, wir ziehen ein Los. Wir ziehen ein Los. Genau, wir ziehen ein Los. Dieses hier nehmen wir jetzt einfach mal und schauen wir mal, was da drin steht. Fürs nächste Weekend. Verflixt. Hat sich immer irgendwas zusammen. So, Achtung, liebe Leute. Was mag es sein? Was mag es sein? Ist Achtung und Hohe See. Hohe See ist es. Ja, das Meer. Oh, das ist schön. Das ist ein schönes Thema. Das gefällt mir. Hohe See. Ganz toll. Klasse. Bin ich schon gespannt, was ihr dazu alles macht. So, jetzt geht's weiter. Ausmessen. Also wieder jeweils ein halber Millimeter drüber. Macht 9 in der Höhe. 9. Also die Höhe steigt anscheinend immer um einen Zentimeter. Das ist irgendwie auch logisch, ne? So, und da sind wir dann bei 9 plus mal 2, macht 18 plus ein halber Zentimeter. Macht 18,5. Genau. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier so viele so Zahlen in den Raum werfe, das so richtige Maße. Das mache ich ja sonst nicht. Also ich bin ja gar nicht so ein Faltlustig oder so. Das kann ich eigentlich gar nicht, ne? Ich bin ja gar nicht so messfähig, wie ich das sagen soll. Normalerweise messen, das ist schon irgendwie sowas, das ist schon Mathematik und das kann ich nicht. Ne? So, ich lege das wieder offen vor mich, nehme das hier wieder, Falzkante unten, beziehungsweise Spine unten, mache wieder Taggy Glue drauf. Und das Ganze, das macht mir jetzt so lange weiter, bis die maximale Papierlänge ausgenutzt ist, also diese 29,7, die das A4-Papier ja bietet. Dann, bis wir dieses Maß also quasi erreicht haben, machen wir einfach weiter. Jetzt ist natürlich da dieser Rücken ist ein bisschen zu lose jetzt, aber nur jetzt, weil die Innensachen, also das, was da jetzt innen liegt, wird ja noch dekoriert. Da kann man noch weiteres Papier aufkleben, Schnipsel, Collagen, Paper Dolls, Die-Cuts aus dem Block. Also da kommt noch einiges drauf und dann ist es gut, dass das ein bisschen dicker ist, glaube ich. So, das nächste, was wir brauchen, ist dann entsprechend natürlich 10 cm hoch und von der Breite her. Wir messen das wieder aus, sicher ist sicher. Na, wir haben hier 10, jawohl. Das ist wieder 10 plus 0,75 plus 10, also 20,75 ist das. Wir nehmen wieder das hier, Faltkante nach unten, Taggy Glue, oh, da ist noch was drin. Ups,
Upsala, so nicht, ne? So sollte man es nicht machen. Also, das habt ihr jetzt auch gesehen, ne? Man sollte es nicht unkontrolliert fallen lassen. Das ist nicht so günstig. Kann aber nichtsdestotrotz ja mal passieren. Das ist hier, ich will ja nicht sagen, das ist live. Ne, live ist das ja nicht, aber ich meine, ja, für mich ist das jetzt hier live, ne? Während ich euch das erzähle, wie man das so toll machen kann, mache ich das ja selber jetzt gerade zum ersten Mal, ne? Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt schon 20.000 Mal vorher gemacht hätte. Aber ich mache das auch zum ersten Mal. So, jetzt kommt noch eins. Also eins machen wir noch. Das ist dann 11 cm hoch. Ich muss das notieren, ne? Und machen wir den Spine dann auf einen Zentimeter oder lassen wir das nochmal auf. Ja, ist vielleicht besser, ne? Ja, also 11 und das ist ja auch 11. Das macht dann 22 plus 1 macht 23. 11 mal 23. Gut, 11 mal 23. So, wir falzen erstmal die äußerste Seite. Das ist jetzt das, was man da dann später auch nach außen hin sieht. In diesem kleinen Dingsbums etwas. Wieder Tacky-Glue drauf. Das ist jetzt die letzte Klebung und dann würfeln wir mal. Jetzt haben wir das ganze Dingsbums eigentlich fast schon fertig. Ich würfle aber vorher eine Runde und dann schauen wir weiter und dekorieren das ein bisschen, ne? So, würfeln wir mal unser Thema, ne? Das Thema ist ein Lied. Das Thema ist ein Lied. Tja, hohe See und Lied, ja. Eine Seefahrt, die ist lustig, ja? Man könnte ein bisschen selber singen. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, könnte man machen, muss man aber nicht. Wahrscheinlich wollte ich das sowieso nicht hören. Gottes Willen. Ich hören, dass ich singe, Himmels Willen. So, ich klappe das jetzt mal auf, damit ihr seht, wie das im Ganzen hier funktioniert und dann dekorieren wir das ein bisschen. Also, wir klappen das so auf. Steht erstmal noch nichts Besonderes, dann klappen wir nach unten. Okay, ist auch noch nichts Besonderes. Dann klappen wir so, dann klappen wir so, dann klappen wir so, dann klappen wir so und nochmal so. Ja, also, das ist jetzt das ganze Wunderwerk, was da entstanden ist. Wenn ich noch ein größeres Papier hätte, könnte ich sogar noch eins hinkleben. Aber das ist zu schmal, ne? Das ist ja einfach zu schmal hier. Also, wenn man jetzt 30x30 Papier verwendet, kann man noch mehr Schichten hinkleben. Und dann kann man das alles wieder so einklappen. Zack, zack, zack. Ja, man kann da verschiedene Varianten aus diesem Dingsbums machen. Wenn man zum Beispiel diese Teile anders klebt, dann ergibt sich hier eine andere Faltung. Dann faltet sich das anders auf. Ich kann das jetzt gerade schwer erklären. Ja, und jetzt können wir nämlich diese ganzen kleinen Seiten hier noch hübsch dekorieren. Und dazu können wir uns ja jetzt mal was ausgucken aus diesem Block. Was haltet ihr davon? Da sind ja immer ganz hübsche Sachen drin. Und wenn wir da einfach mal reinschauen, jetzt schauen wir mal nicht bei den Blättern. Das ist auch immer ganz hübsch, aber jetzt schauen wir einfach mal bei diesen Elementen, die da noch drin sind.
Das kommt da rein. So, damit haben wir schon zwei Seiten. Ja, zwei Seiten haben wir schon verziert. Guckt euch das an, so schnell geht das. Ja, und dann würde ich sagen, ziehen wir wieder los. Ne? Wie wär's? Ein Los. Mal ein bisschen durchmischen. So, jetzt. Spannung steigt, Trommelwirbel. Was mag das nur sein? Ich kann es noch nicht sehen. Achtung, fertig und Mixed Media. Okay, Mixed Media, hohe See und ein Lied. Ach, das schaffen wir doch locker. Locker schaffen wir das. Das ist ein super Prompt. Also bis jetzt ist das ein super Prompt. Ne? Und das Material kann man im Mixed Media natürlich auch wieder unterbringen. Also ich glaube, das wird gut. Das wird gut. Auf jeden Fall. Wir würfeln jetzt mal, würde ich sagen. Ne? Wir würfeln unseren letzten Würfel. Moment, ich lege das ein bisschen zur Seite. So, Achtung, aufgepasst, letzter Würfelmaterial. Danach könnt ihr ja abschalten dann. Ne? Ich mache das dann alleine fertig und zeige euch dann das Endergebnis von der ganzen Sache. Ne? Ist Stempel. Das Material ist Stempel. Okay, das ist schön. Das finde ich gut. Also, Würfelweekend, Prompt Nummer 38. Lied und Stempel. Mixed Media und Hohe See. Das hier sind unsere Prompts fürs Wochenende. Ne, Leute, merkt euch die. Lied und Stempel, Mixed Media, Hohe See. Ich bin so gespannt. Das ist ein richtig, richtig guter Prompt. Richtig, richtig gut. Thank you.
Ja, das war's. Fertig ist es. Fertig ist es, ihr lieben Leute. Wir blättern das einfach noch mal kurz durch und ja, das war's dann auch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Falls euch das interessiert, und ich blätter das jetzt noch mal kurz durch. Das ist jetzt eigentlich ganz nett und ganz süß geworden, finde ich. Man könnte da auch ein kleines Mini-Fotoalbum draus machen. Das finde ich auch ganz sweet. Und jetzt blättern wir es einfach noch mal durch und schauen das gemeinsam an. Und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende wieder zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Würfelweekend, Basteltime. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute, bleibt gesund und junkelt euch was Schönes. Tschüss!